Also schönen guten Tag. Ich bin heute in der Fraktion von Bündnis 90 der Grünen hier im Landtag in Schwerin. Mir gegenüber sitzt Jürgen Suhr, der Fraktionsvorsitzende. Und ich bin gekommen, um zu fragen, was sind die Fraktionen von Bündnis 90 die Grünen von dem Geläute des Totenglöckleins, wenn ich das mal so salopp sagen darf, über den Schweriner Staatstheater hält. Also das Totenglöcklein ist ja inzwischen eine Riesenglocke. Die Glöcklein haben wir in den letzten Jahren schon läuten gehört. Für uns ist das ein Theater- und kultureller Skandal der Landespolitik, der hier abläuft. Man hat über Jahre hinweg über das Einfrieren der Landesmittel, über FAG-Zuschüsse billigend in Kauf genommen, dass die Situation der Theater immer schwieriger wird. Man hat billigend in Kauf genommen, dass Theater Insolvenzanträge stellen müssen bzw. kurz davor stehen. Und man hat offensichtlich auch billigend in Kauf genommen, dass jetzt für das Schweriner Theater eine derartige Situation entsteht. Das ist ein unerträglicher Zustand und Landespolitik hat an der Stelle versagt. Und jetzt während der Haushaltsplanberatung gilt es, das unverzüglich zu korrigieren. Ob das gelingt, es kommt auch darauf an, ob es genügend Druck von außen gibt. Nun muss ich mal sagen, ist Schwerin vielleicht momentan die Spitze des Eisberges, aber den anderen Theatern im Lande geht es ja nicht besser, sodass man, wenn man einen Tag mit schlechter Laune erwischt, ja auf den Gedanken kommen könnte, es müsse mal für die Bundesrepublik ein Exempel statuiert werden. Wie kriegt man denn ein Bundesland nahezu theaterfrei? Ist dem so? Das will ich nicht unterstellen. Ich will unterstellen, dass die falschen politischen Schwerpunkte gesetzt werden, während in anderen Bereichen die Zuwendungen des Landes immer wieder dynamisiert worden sind, gilt das für den Kultur- und für den Theaterbereich nicht. Man hat das eingefroren, man ist hergegangen in der alten SPD-CDU-Regierung und hat die Theater quasi unter Zwangsverwaltung gesetzt, indem man gesagt hat, ihr müsst miteinander fusionieren. Man hat sogenannte Kulturkooperationsräume geschaffen mit Bedingungen, die fern jeder Theaterrealität waren, die den Theatern zugemutet haben, Flächen abzudecken, die ansonsten die Größe von Bundesländern haben. Und man hat insbesondere auch die Kommunen unter Druck gesetzt, wenn man gesagt hat, Landeszuschüsse wären wissend, dass es dort eine Dynamik gibt, was die Löhne und Gehälter angeht, was die Sachzuwendungen angeht. Ihr kriegt nur begrenzte Mittel vom Land und seht zu, wie ihr das Problem selber schultert. Und das, was jetzt in Schwerin passiert, ist ein logisches Ergebnis aus dieser desaströsen Theaterpolitik. Das geht so nicht und hier wird ganz klar falsche Schwerpunktsetzung vorgenommen von Seiten der Landesregierung. Wir werden da intensiv dagegen halten. Nun denken wir, sage ich jetzt mal, interpretierend dessen, was wir so am Haus machen, die Zeichen der Zeit etwas verstanden zu haben und uns auch, sage ich mal, kommerziell dem Land und den Interessen des Landes zugewandt zu haben, indem wir zum Beispiel so etwas wie die Schlossfestspiele gemacht haben oder auch andere Impulse wie die Theatertheken-Nacht in die Stadt getragen haben, sodass wir der Meinung sind, auch wirtschaftliche Impulse gegeben zu haben und vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein Impuls und der Meinung sind, dass in anderen Bereichen der Kreativwirtschaft das ja direkt Geld wert wäre. Da bin ich aber der Meinung, ich weiß nicht, sieht man das zu eng, dass man nur denkt, Theater gehört zu Kultus und dann fallen die Schatten und der Laden ist dicht? Also natürlich haben die Theater eine ganz wichtige kulturelle Funktion im Land und auch eine ganz wichtige bildungspolitische Funktion. Aber sie haben die wirtschaftlichen Effekte angesprochen und auch da denkt die Landesregierung zu kurz. Wir sind ein von Tourismus geprägtes Land und viele Touristen kommen hierher, weil sie etwas erleben wollen. Ich kenne viele, die beispielsweise die Schlossfestspiele als ein Highlight ihres Urlaubs wahrnehmen und interpretieren und die Wertschöpfung, die betrieben wird, indirekt durch die Theater betrieben wird, ist, glaube ich, kaum groß genug zu schätzen. Also insofern ist das auch wirtschaftspolitisch viel zu kurz gedacht, jetzt diese Kürzungen einfach akzeptierend hinzunehmen.
Und ich glaube, dass auch nicht weit genug gedacht ist, welche Rolle Kultur, welche Rolle Theater, also sogenannte sanfte Standortfaktoren beispielsweise für die Akquise von Fachkräften bedeuten. Wenn sich heute jemand entscheidet, wir machen diese Erfahrung ja gerade, wir hier Personal in der Fraktion einstellen, wenn sich jemand entscheidet, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen, da spielt nicht nur eine Rolle, was kann ich dort verdienen und welchen Aufgabenbereich werde ich zukünftig wahrnehmen, sondern spielt auch eine Rolle, was kann ich dort erleben, wie qualitativ hochwertig sind die Angebote für meine Kinder, die ich in eine Kindertagesstätte schicken möchte, und was kann ich abends unternehmen, was kann ich am Wochenende tun und bekomme ich ein adäquates Angebot. Und bei allem Respekt, Schwerin ist nicht so üppig ausgestattet, als dass wir uns auch nur ansatzweise leisten könnten, hier auf ein Kulturangebot zu verzichten und schon gar nicht aufs Theater verzichten können. Also ich glaube, das ist eine rückwärtsgewandte Politik, die billigend in Kauf nimmt, dass die Theaterstrukturen, die Theaterangebote zerschlagen werden oder dass an der Qualität negativ gedreht wird. Ich sprach ja davon, desaströse Landespolitik. Theater, so denke ich, ist ja noch einer der wenigen Orte, wo man sich als Mensch gegenüber sitzt, steht, also wir auf der Bühne und die Zuschauer im Zuschauerraum, sodass auch die Zuschauer sich selber mal als Gruppe erleben können, mit Ausnahme von Massenveranstaltungen, zugegeben auch im kulturellen Bereich, aber auch im Sport, wo aber, denke ich, andere Prozesse ablaufen als im Theater. Wie würden Sie diese Wertigkeit sehen? Oder diese Bewertung? Ich will es gar nicht von einer neutralen oder objektiven Ebene dem nähern. Ich kann erzählen, wie es mir geht, wenn ich ins Theater gehe. Ich habe vor kurzem Sprachenrat darüber im Stralsunder Theater Maria Stuart gesehen. Das war ein faszinierendes Erlebnis. In der Pause fanden Gespräche statt über Themen, die man sonst nicht selbstverständlich hat. Und es ist eine Atmosphäre, auf die ich nicht verzichten möchte, die einen gefangen nimmt, wenn man Theater erlebt, Theatererlebnis lebt. Und das würde beschnitten, wenn dem gefolgt wird, was im Augenblick geplant wird. Und wenn ich mir angucke, wie sich meine Kinder dem Theater nähern, mit all seinen Angeboten, meine Tochter tanzt, mein Sohn singt, beide spielen ein Instrument. Das ist faszinierend, welche Kraft daraus wächst. Und gerade in dem Bereich soll vorgeblich ja gespart werden in Schwerin. Und gerade das tut mir auch emotional sehr, sehr weh, wenn das so vollzogen werden müsste. Dann danke ich Ihnen.